Hallo, ich bin's Alex. Herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Im heutigen Video geht es um das spezielle Warm-up. Dabei konzentriert man sich darauf, die Gelenke und Muskeln zu bewegen und zu erwärmen, die im folgenden Workout beansprucht werden. Je nachdem, wie das folgende Training konzipiert ist, dauert die spezielle Erwärmung etwas länger oder etwas kürzer. Ihr könnt hier entweder spezielle Übungen für die jeweiligen Körperteile oder die folgende Zielübung mit geringer Intensität durchführen. Spezielle Übungen bestehen aus Bewegungen, die bestimmte Gelenke über eine möglichst große Amplitude bewegen und Muskeln zum Verkürzen und Verlängern anregen. Hier können optimalerweise auch einige koordinative Übungen eingebaut werden. Die Zielübung in geringer Intensität kann hier ganz verschieden ausgeführt werden und hängt stark von der Zielübung ab. Optimal ist es, die leichteren Zielübungen als Verbindung zwischen den speziellen Übungen und der im Workout zu trainierenden Zielübung zu verwenden. Wenn man zum Beispiel den Planche trainieren möchte, könnte man Armkreisen, Unterarmkreisen, Handgelenkskreisen und Oberkörperkreisen in verschiedenen Ausführungen absolvieren. Dann mit leicht vorgelehnten Liegestützen fortfahren, um dann im Workout die individuelle Planche Progression zu trainieren. Die Beine müssten hierfür nicht notwendigerweise extra speziell erwärmt werden. Die allgemeine Erwärmung sollte dafür ausreichen. Sollen danach noch andere Übungen trainiert werden, sollte man sich für diese natürlich auch speziell erwärmen. Es ist durchaus denkbar, diese Erwärmung dann direkt vor der zweiten Zielübung durchzuführen. Ich hoffe, ihr habt einige Ideen für das spezielle Warm-up bekommen und probiert diese Übungen aus. Ich wünsche euch nun viel Spaß und freue mich wie immer über Likes, Abos und Shares. Bis bald, Alex.